Hallo ihr Lieben, hallo liebe Teneriffa-Freunde, liebe Grüße von Teneriffa. Ich bin Kirsten und ich lebe nämlich genau hier auf der wunderschönen Insel Teneriffa. Heute geht es mal um die Sonne. Das passt hervorragend, weil das hier ist sunny, die Sonne. Die Sonne ist so wichtig für uns. Die Sonne, das wisst ihr alle, die tut nicht nur gut. Also sagen wir es andersrum, es hat seinen Grund, dass wir sofort spüren, oh Sonne, das tut uns gut. Die ist nämlich zum einen wichtig für unser Gemüt. Ja, wir wissen alle, wenn die Sonne scheint, dann sind wir besser drauf. Die meisten von uns. Das spielt eine große Rolle, also für die Seele. Die Sonne ist wichtig für unseren Körper. Sonne ist das Vitamin D, das wir brauchen, um gesund zu sein. Viele Beschwerden werden, ich sag mal, verbessert, nur durch das Vitamin D, das die Sonne durch unseren Körper produziert. Darum ist die Sonne so wichtig für unsere Seele und für unseren Körper. Was hat das jetzt mit Teneriffa zu tun? Ist ja klar, hier scheint sehr viel die Sonne. Deshalb sind auch die Menschen, die in südlichen Ländern leben, wo also mehr Sonne scheint, ich sag mal jetzt, ich riskiere es mal platt, länger, besser drauf und fröhlicher. Ja, ich habe ja nun auch lange in Deutschland gelebt und es ist einfach so, im Winter, dieses ewige Grau, immer dunkel, schlechtes Wetter, das geht aufs Gemüt. Kann mir keiner erzählen, dass es nicht so ist. Da gehört schon sehr viel Power und Lebensenergie dazu, dass man sagt, ist mir jetzt egal. Aber im Sommer, in Deutschland, wenn die Sonne scheint, dann ist es in Deutschland wie in südlichen Ländern. Die Menschen sind draußen, sie sind fröhlich, sie blühen auf, sie leben. Alleine daran sieht man, wie wichtig die Sonne ist. So, ich könnte jetzt natürlich sagen, wandert alle aus in südliche Gefilde, da scheint mehr Sonne. Es ist zumindest für mich, für uns ein Grund gewesen, mit hier nach Teneriffa auszuwandern. Und ich merke auch so sehr, wie gut mir das tut. Ich sehe, wir haben nämlich jetzt Mistwetter hier. Es ist dauerhaft bewölkt. Ihr seht das wieder an meinen Klamotten. Und ich merke richtig, wenn die Sonne dann scheint, wie ich sie aufsauge und wie ich sofort merke, boah, dir geht's besser, seelisch wie körperlich. Viele Menschen gehen nach Teneriffa oder auf die Kanarischen Inseln, weil es ihnen gesundheitlich nicht so gut geht und sie merken, dass es ihnen hier besser geht. Ich kenne da viele Erzählungen, Berichte, Geschichten, wo die Menschen wirklich sagen, Mensch du, in Deutschland nehme ich so und so viel Medikamente, nicht schön. Oh, wenn ich auf Teneriffa bin, brauche ich viel weniger. Euer Ziel sollte immer sein, gar keine. Sucht euch Alternativen. Aber das nur am Rande. Aber Teneriffa hat halt verschiedene Klimazonen. Ja? Wir haben ja vorher oben in den Bergen gewohnt, wo das im Winter wirklich frischer und kühler ist. Wir dauerhaft eine Erkältung hatten, so ungefähr. Das ist, ja, also gerade Menschen, die bräuchenbelastet sind und so weiter, kein gutes Klima, dieses feuchte Klima. Also wenn unten, wo es wärmer ist, wo eben wirklich mehr dauerhaft die Sonne hinkommt, aber auch nicht, zumindest meine persönliche Einstellung, diese extreme Dauerhitze im Sommer, die haben wir ja in den Touristenorten, wo auch ihr sicherlich gerne hinfahrt, weil wenn man, im Winter ist ja okay, aber im Sommer ist es so lange so heiß, da kannst du nicht raus, da verbrennst du dauerhaft und da ist es auch im Schatten sehr heiß. Aber es ist alles Einstellungssache, das ist jetzt nur meine persönliche Idee. Saugt die Sonne auf, wenn sie dann da ist. Das heißt, wenn sie bei euch scheint, raus, soweit das möglich ist. Sofort Sonne raus. Bei uns ist das so, weil wir im Moment diese mistige Wetterlage haben. Wir bleiben, stehen morgens auf, machen uns fertig, also meine Katzen und ich. So, und dann gucke ich raus und sage, Mistwetter, man kann doch nicht mal spazieren gehen, könnte jederzeit regnen. So, und dann trullern wir vor uns hin, ich fange an zu arbeiten. Und dann sehe ich, gucke ich hier, das, wo ich jetzt immer hingucke, ist mein Fenster, sehe, ja, die Sonne ist da. Ein Aufschrei von mir, die Sonne ist da und die ganze Mannschaft düst raus. Auch die Tiere spüren das und brauchen das. Die Sonne ist so wichtig für uns. Saugt die Sonne auf. Es ist wirklich mit ein Grund, ja,
sich Gefilde zu suchen, wo mehr Sonne scheint. Natürlich gibt es auch Länder, wo die Menschen sehr gut leben, wo wenig Sonne ist. Es ist irgend so ein Land im Norden, wie ist es? Da ist es ein halbes Jahr Dunkelheit. Die leben auch. Ja, jeder kann es sich ja aussuchen. Aber dieses Vitamin D, diese Sonnenenergie, die ist einfach wichtig und glaubt mir, es lindert Beschwerden. Schon allein deshalb, weil es einem seelisch besser geht, ja, diese Sonne. Wenn es meiner Seele gut geht, werden ja automatisch bestimmte Beschwerden, die sind dann weg, weil es geht ja mir gut. Freudige Seele folgt auf gesunden Körper. Das ist alles so ein Zusammenspiel. Und eben das Vitamin D, das Sonnenvitamin, was wir brauchen. Und es ist immer besser. Ja? Man kann ja jetzt sagen, mache ich Nahrungsergänzungsmittel, füge ich mir künstlich zu. Ich möchte jetzt nicht in den Streit geraten, aber ich ganz persönlich halte es immer für besser, die natürliche Form zu wählen, und das geht immer, als so eine Kapsel zu schlucken. Dann gibt es noch die Sonnenbänke als Ersatz. Da ist so ein Streitfaktor, ist das jetzt ein guter Ersatz oder nicht? Es tut auf jeden Fall gut. Kann ich mich nicht zu so äußern. Wenn ihr euch damit auskennt, gerne mal rein in die Kommentare. Also wer Lust hat, Sonne gibt es hier auf Teneriffa. Und ganz kurz zur Weltlage. Entspannt mal. Ich habe das Gefühl, es sind schon wieder so viele negative Energien unterwegs. Aber vielleicht ist es im Moment auch so, dass ich persönlich im Moment das Negative anziehe. Man weiß es nicht. Obwohl ich eher, ihr wisst, immer versuche, was Positives rauszugeben, sonst mache ich keine Videos. Vergesst diese Angst. Ich kann das Wort schon bald nicht mehr hören. Ja, es ist ja, ihr merkt ja, was gerade hochgefahren wird. Macht mal um. Geht mal davon aus, alles ist gut. Und wenn nicht, dann lieber verdrängen und vergessen und leben, als diese Angst wieder in sich aufzusaugen, denn das schafft so viel negative Energie. Und selbst wenn ich keine Angst habe, aber immer nur mir vorstelle, was alles noch Schlimmes kommen kann. Boah, nochmal, das weiß ich auch. Aber nach wie vor, die positiven Energien, die können definitiv nicht schaden und sie tun auf jeden Fall dir selber gut. Und ich persönlich habe immer noch die Hoffnung, dass das Kollektiv, finde ich ein tolles Wort inzwischen, das Kollektiv die positiven und guten Energien nutzt und die Liebe, ja, dieses Wort finde ich auch schön. Ob ihr spirituell seid oder nicht, aber öffnet euch auch für diesen Bereich, der ist so spannend. Und zwar dann, wenn man das nicht übertreibt. Ich habe mal einen Kanal gesehen, der hat gesagt, hier ist bodenständige Spiritualität. Finde ich toll. Seht es mal so. Sonne aufsaugen. Und wenn sie jetzt wirklich über längere Zeit nicht da ist, dann machst du die Augen zu und stellst sie dir vor, die Sonne in deinem Körper, die Liebe in deinem Herzen. Und jetzt drifte ich euch zu sehr ab, das weiß ich. Liebe Grüße von Teneriffa. Achso, haha. Einmal, wer es immer noch nicht hat und daran interessiert ist, Leben auf Teneriffa, mein Buch, wie es sich hier wirklich lebt, was man alles machen muss, wenn man auswandert und wer einfach natürlich glücklich, gesund leben möchte, dem lege ich dieses Buch von mir ans Herz hin. Und schließlich möchte ich euch nochmal auf meinen neuen Kanal aufmerksam machen, einfach natürlich leben. Ich finde es nach wie vor eine tolle Idee, wenn wir alle versuchen, von unten unsere schöne neue Welt aufzubauen. Und das ist mein persönlicher Versuch auf diese Weise. Auf dass die Sonne überall scheint. Liebe Grüße von Teneriffa. Ab jetzt.